In the year 2000XX at Mega Man has managed to preserve the world peace by defending Dr. Wily irgendwas once more. Das letzte Wort habe ich nicht lesen können. But only the few months after Mega Man's last victory over the evil scientist, 8 Roberts claiming to be working for the Wily start a revolution, playing irgendwas into chaos once again. Text ist viel zu schnell. However. I swear, Dr. Light, I didn't want this to happen. I don't know what caused my robots to go berserk. Let's work together to fix this horrible mistake. Alright. It seems Dr. Wily was science to for once irgendwas right away. Zu schneller Text. Kann ich nicht mal anständig lesen. Schade. Text verlesen. Roberts Dr. Wily, but I don't have not what idea was in was. Keine Ahnung, Text. Help! Mega Man, go after Wily's kidnapper. It might be the key to this mystery. Right, I'm on it. So eine männliche Stimme hat er gar nicht. You're next, Mega Man. Böse Augen, gruselig. Mega Man Unlimited. Ich drück gleich mal Start, bevor irgendwas losgeht. Servus Leute, willkommen zu meinem neuen Projekt Mega Man Unlimited. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl der Usoma LP als auch der Gitarist-Sun sich über dieses Projekt sehr freuen werden. Vor allem, weil ich es noch mit keinem Wort erwähnt habe, dass ich dieses Spiel überhaupt spielen will. Oder zumindest nicht, woran ich mich jetzt erinnern könnte. Die Steuerung ist, Joystick, ich könnte jetzt schon kotzen. Options, so ein falscher Knopf. Oh. Ja. Aber an sich passt, glaube ich, die Steuerung, die muss ich jetzt gleich mal testen. New Game. Was haben wir hier? Buster-Typ. Charge, Default, Instant Death, Easy, Original. Was zum Geier? Nein! Ich glaube, ich weiß schon. Das hier ist wahrscheinlich... so ist klassisches Mega Man, also 1 bis 3, ohne Aufladen. Das hier ist mit Aufladen. Ich weiß nicht, ob ich mit oder ohne machen will. Ich mache einfach mal ohne, weil ich so gewohnt bin von Mega Man 3 und weil ich das Aufladen sowieso irgendwie unnötig finde. Das ist wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad. Original, Easy ist wahrscheinlich, und Instant Death, ja, das ist der Fick-Dich-Modus wahrscheinlich. Ich habe vor Jahren einmal einen Trailer von diesem Spiel gesehen und damals wurde es noch unter dem Namen Mega Man 10 angekündigt, was dem dann aber nicht so war. Und ich habe vor keine Ahnung wann mal ein paar Videos von Gitarist Sun davon gesehen. Und daran kann ich mich jetzt natürlich nicht mehr erinnern, aber das ist egal. Der Rest ist natürlich 100% blind für mich. Das mit dem Joystick ist echt beschissen, aber naja. Wir haben zur Auswahl einmal Jetman, einmal Tankman, Mailman, Glueman, Yo-Yo-Man, Comet Woman, eine Frau, okay. Rainbow Man und Trinitro Man. Und Mega Man bewegt die Augen. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob dieses Spiel hier ein Hack ist oder ob es ein Fanmade-Game ist. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es ein Fanmade-Game ist. Ja, ich glaube schon, weil als ich das Spiel gestartet habe, da stand ja irgendetwas von, wurde von Fans gemacht oder irgend sowas. Ich habe es nicht genau lesen können. Und das kann ich auch leider nicht aufnehmen, weil wenn ich das Fenster öffne, erscheint es immer irgendwo anders. Deswegen geht das leider nicht. Ja, ein Jet? Der sieht leider gefährlich aus, denn ich meine ein Jet. Wenn der mich über den Haufen fliegt, bin ich tot. Panzer? Ja, logisch, klar doch. Das ist Selbstmordkommando. Nagel? Was wird mir ein Nagel schon anhaben? Klebstoff? Jojo? Ein Jojo, also bitte! Ja, Komet. Wenn ein Komet auf mich fällt, bin ich Matschepampe. Rainbow Man, habe ich keine Ahnung, was das macht.
Sorry, ich bin übrigens immer noch leicht erkältet, also kann so ein Hüsterich mal rauskommen. Ich werde versuchen, sie so gut es geht zu unterbinden, aber verlasst euch bitte nicht drauf und bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich da zwischendurch huste, aber es geht leider nicht anders. Und Trinitro, ich weiß nicht, was du bist. Irgendetwas mit Sprengstoff, Nitroglycerin oder so? Keine Ahnung. Ich nehme Jojo, man, der... was wird mir ein Jojo schon anhaben? Jojo, man. Jojo, ich bin der Jojo, man. Jojo. Das mit dem Joystick, genau, das mit dem Joystick ist echt behindert, okay. Was? Achso, da stehen Gegner, ja, gleich. Okay, da schieße ich, da springe ich. Habe ich sonst noch was? Es gibt einen extra Knopf fürs Leiden, das ist ja wohl scheiße. Was noch? L, R. Was war das? Yoku. Keine Ahnung, was Yoku heißt, kann mir vielleicht... Nein! Kann mir vielleicht irgendjemand übersetzen. Kann ich das nicht mit Steuerkreuz auch steuern? Ja, kann ich, geil. Okay, scheiß auf den Joystick. Steuerkreuz ist mein Ding. Okay, ich habe schon gesehen, Gegner. So. Gehen wir einfach mal... Wow! Skateboard, man! Ey. Discman, keine Ahnung. Oh. Gut, das kann ich abknallen. Keine Ahnung, was das ist. Aha, ich hab's gewusst. Ich bin klug. Ah! Nein, nein, nein. Leck mich. Moment, man! Lass mal gucken. Ich kann bis hierhin. Ja, den treffe ich. Okay, das ist wieder in so eine Dingens zum Waffe. Dingens zum Waffe? Was zum... Ja, geht nur mit einer speziellen Waffe auf. Und ich habe keine Waffen aktuell. Oh, nochmal! Jojo, man! Au. Wenn ich da jetzt reinslide, kommt der Jojo bestimmt wieder. Deswegen gehe ich zuerst nach oben. Da geht's auch nach oben, okay. Wahrscheinlich ist oben voll der wertvolle Weg. Ich habe schon gesehen. Energie! Danke. Und durch meine... Oh oh, oh oh. Nein! Und durch meine leichte... Also jetzt mittlerweile leichte Erkältung. Denn sie war ja mal schwerer. Was ist das? Ah. Durch meine jetzt abgemilderte Erkältung. Oh, danke. Abgemilderte Erkältung. Ist mein Spielskill wieder einigermaßen besser. Denn, nein. Denn ich habe... Ja, was wollte ich nicht sagen? Ja, durch meine... Nein. Au, durch meine... Au. Ich nehme alles zurück. Durch meine Erkältung schrumpft mein Spielskill ein bisschen. Wie gesagt, nur ein bisschen. Was ist das da links? Ich meine nicht das Teil, ich meine... Das unter der Lebensenergie. Das sind meine Leben. Cool. Das ist geil, dass die Leben so angezeigt werden. Au. Au. Ey. Blödes Teil. Ah, Moment. Kann ich dich so treffen? Ja, kann ich. Oder habe ich nur die Kugel getroffen? Egal. Ja, durch meine noch Erkältung ist mein Spielskill ein bisschen dezimiert. Genauso wie meine Leben jetzt. Und deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich mich hier im ersten Part wahrscheinlich enorm dämlich anstelle. Aber naja, kann ich nichts machen. Immerhin nehme ich es noch auf, wenn ich mich gesundheitlich noch nicht so gut fühle. Nein, nein, nein. Moment. Ah. Toll. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht so gemacht. Das Teil ist tricky. So, hoch, hoch, hoch. Danke. Ich habe euch schon gesehen. Aber die Musik ist geil. So, für ein Fangame echt nice Musik. So, ich gehe lieber unten lang. Ey, verschwinde. Okay, wo explodierst du? So, da. Kann mir offensichtlich nichts anhaben. Aber wozu vernichte ich das Teil überhaupt? Voll unnötig.
Sorry. Ich versuche mich zusammenzureißen, dass ich nicht husten muss. Oh nein. Oh, hallo. Das wollte ich eigentlich nicht hervorlocken, weil ich nicht gewusst habe, dass es da ist, aber... Gut. Ja, das... Irgendwie habe ich schon gewusst, dass da einer kommt. Es sah schon so aus... Oh nein, nein, nein! Ich habe nach oben gedrückt. Scheiße. Vor allem, ich kann Detroit Simon nicht mal fragen, wegen... ja, ist dieses Spiel schwer oder ist es nicht schwer? Weil der weiß ja noch gar nichts davon. Aber egal. Er würde natürlich von mir verlangen, dass ich jeden Gegner Buster Only mache. Wie Simon nun mal so ist, denn für ihn ist ein Mega Man-Spiel ohne Buster Only-mäßige Bossvernichtung kein Mega Man-Spiel. Und ich würde mal sagen, ich werde es versuchen. Ich werde es auf jeden Fall mit dem Buster machen. Ob ich E-Tanks benutzen muss, weiß ich noch nicht. Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich hoffe einfach mal nicht. Oh, Moment. Ich hab's bekommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich E-Tanks benutzen muss bei den Bossen, ob die wirklich schwer sind oder so, aber wie gesagt, ich werde es versuchen. Oh, Moment, Moment, Moment. Ja, danach kommt wieder so Skateboard-Futzel. Da nehme ich. Haha, dieses Mal nicht fallen lassen. Oh, fuck. Scheiß Teile. Ey. Kommt das da runter? Ja, kommt das. Nein. Komm her. So, das muss ich jetzt irgendwie abpassen. Und jetzt. Wow, das war knapp. Wieder so ein Teil. Aber ich muss sagen, wow. Ich muss sagen, für ein Fangame hat das... Ah, scheiße, ich habe auf das Teil da oben geachtet, was das auch immer sein mag. Ey, bin ich dumm. Ey, ich bin so dumm. Was ist das da oben? Ist das so ein kleiner Energy Drink? Kleiner Energietank? Ah! Nein, 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 nein. Was? Ich wurde von meinem kleinen Kind vernichtet. Sorry. Nein. Fuck. Und man hört bestimmt meinen Controller, wie ich rumdrücke. Ich halte ihn jetzt sowieso schon weg, aber... Na, ich Dummbatz. Ich halte ihn sowieso schon weg vom Mikro und trotzdem hört man ihn noch so. Nein, Moment. Hör auf, verschwinde. Die Musik ist geil. Ich mag die Musik. Sie ist cool. Nein, ich Trottel, ich muss fliehen. Ich habe nämlich vergessen, dass so ein Sägeblatt kommt. So, erstmal du. Und jetzt du. Ich muss sagen, bis jetzt recht angenehm zu spielen. Boah, fuck, da komme ich nie ran. Moment. So. Und wieder Skateboard-Futze. Oh. Cool. Ich sollte vielleicht. Ja. So, zack, zack, zack. Jawohl. Genau so. So sieht Skill aus. Der Skill des Onkel Wolfs. Eigentlich überhaupt nicht, weil ich durch... Au, durch meine Erkältung ist mein Skill minimiert. Moment. Rush, lass mich nicht im Stich. Ich mag dich, Rush. Oje. Das meint ihr nicht ernst, oder? Wette, in Mega Man 3 wäre ich da schon gestorben. So. Dich ignoriere ich mal. Ich... Da! Ah, fuck. Nee, einfach weiter. Das Teil verarscht mich. Oh nein. Das ist nicht euer Ernst. Moment. Ich muss warten, bis das Teil runterkommt. Schnell, schnell. Ja. So in der Art. Wie viel Leben habe ich? Eins.
Ah, das ist ein Fanmade-Game, wenn ich mich nicht irre. Zählen da die Null Leben auch? Oh, fuck. Ich habe keine Ahnung, ob hier die Null Leben auch zählen. Und ich weiß, ich bin am Überlegen, ob ich diesen Part... Oh Mann! Was war das? Kein Leben. Scheiße. Ich bin am Überlegen, ob ich diesen Part hier sofort hochladen soll, nachdem ich ihn aufgenommen habe, oder nicht. Denn eigentlich hätte ich noch andere Projekte zum Hochladen, wie zum Beispiel Mega Man Overload, aber da gibt es aktuell Probleme. Beziehungsweise ich habe Simon ohnehin schon gesagt, was das Problem ist, aber es gibt noch ein anderes Problem, nämlich ich habe das Problem gelöst, nur einige Videos sind weg für immer. Und das muss ich jetzt erstmal wieder alles nachspielen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. So, Lebensenergie? Nein, natürlich nicht. So, sieht ja schon mal ganz nett aus hier. Moment mal. Ja, tut mir leid, die ganzen Husten. Oh, das war dumm von mir. Moment. Ey, bin ich blöde. Oh, bin ich... Warum nicht so? Kann ich diesen kleinen Energietank nehmen irgendwie? Anscheinend nicht. Fuck. Stirb. Oh, ich wollte erst erleben... Moment, jetzt kam noch so ein Skateboard-Trottel. Oh, zuerst das. Nein, er kam von oben. Oh oh. Töte mich nicht. Ha, ausgetrickst. So, ich habe kaum Lebensenergie. So. Ich habe einen Plan, wie ich das hinbekomme. Jawohl. Plan funktioniert. Oh, wollte mich verarschen. Ja. Jetzt noch diese Teile. Kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Ich bin zu weit gelaufen, ich Idiot. Scheiße. Nein. Oh Mann. Man merkt vielleicht, dass ich noch erkältet bin, sonst würde ich solche Idiotenfehler niemals begehen. Und... Oh Mann. Ich habe es bei Super Meat Boy auch schon gesagt, aber ich weiß nicht, ob sich Simon Super Meat Boy wirklich regelmäßig... Oh Mann, anguckt. Deswegen sage ich es hier auch nochmal. Mit Krankheit ist das so eine Sache, denn da ist mein Spielskill nicht komplett weg, er ist nur etwas minimiert. So wie das zum Beispiel, so einen Fehler hatte ich jetzt eigentlich gar nicht gemacht. Soll ich jetzt weitermachen? Ja. Nein, ich wollte nicht continue. Ja, wie gesagt, er ist nur etwas minimiert. Weil, das ist so eine Konzentrationssache. Und ich habe eben weniger Konzentration, wenn ich krank bin. So, ja, da war der. Kann ich da einfach weiter? Ja, kann ich. Weil, oh, bumm? Dumm, wollte ich sagen. Ja, wenn ich krank bin, habe ich ein bisschen weniger Konzentration, was man damit in Verbindung bringen kann, dass ich mehr Dummheitsfehler mache, wie zum Beispiel habe... Na! Ja, sowas. Wie zum Beispiel habe ich versucht, und versuche jetzt schon seit längerer Zeit, RKS Freudenstachel Longplay aufzunehmen. Jawohl, danke. Und das war dumm. Ey. Und durch die Krankheit und damit fehlende oder nicht mehr so gut vorhandene Konzentration mache ich lauter Dummheitsfehler, so wie den zum Beispiel. Und ja, da sind mir auch, oh Mann, schon so Dinge passiert wie, ja, ich bin in der Start Stage an der ersten Schlucht krepiert, weil ich nicht springend gedrückt habe. Aber naja,
Was war denn das jetzt? Erstens war ich schon oben und zweitens der Sound. Aber naja, egal, lassen wir es. Ich weiß nicht... Wow, den hätte ich jetzt fast vergessen. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel schwer ist oder nicht. Das ist für mich gerade die größte Sorge. Oh. Nein, 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 nein. Egal, egal. Ach, das geht so gar nicht. Ich habe jetzt nämlich mal die Leiter... Oh Mann, nach unten gedrückt. Damit ich nicht direkt runterfalle, aber... Aber naja, geht hier gar nicht. So, dieses Mal passe ich auf. Ja, so viel zu mir, ich passe auf. So, was kam jetzt? Ich dachte, jetzt kommt wieder so ein Skateboarder. Aber naja. So, jetzt mal ganz runter und vorgehen. Der Stage hat echt geile Musik. Das baut auf. Nicht du schon wieder. Die Teile mag ich nicht so sehr. Ja, ja, Lebensenergie. Schraube. Nein, nein, nein. Er hat ja dahin geschossen, genau. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Bosse... Also Bastaune mache ich sie auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob ich sie No-E-Tanks mache, denn das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten. Und falls ihr euch fragt, wie lange dieses Video jetzt noch wird, ich weiß nicht, wie lange es wird, aber ich will auf jeden Fall die beiden Versuche hier noch loswerden. Und danach beende ich den Part. Nein, rauf musste ich ja. Ich hätte es fast vergessen. Ausgerechnet jetzt, Moment. Tut mir leid, Freunde, Leute, wie auch immer. Aber, ja. Da kann ich nichts gegen machen. Oh, oh, da kann ich was gegen machen. Rush, schnell. Danke, Rush. Warum? Warum bei dir nicht das Menü überhaupt so schnell? Keine Ahnung. So. Das Problem ist, ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Weil so mit Schnupfen und Grippe und... Hast du nicht gesehen? Moment, jetzt kam Skateboarder. Und so mit Schnupfen und Grippe und so weiter zu spielen, ist nicht besonders einfach. Ich meine, gut, der Schnupfen ist sowieso schon ziemlich weg, aber andere Dinge habe ich noch. So, jetzt kommen wieder zwei. Ja. Dumm. Oh, Mann. Schnell hoch. Hahaha, hier bin ich sicher. Was soll das da oben? Wow! Komm ich da einfach so rüber? Ich will es nicht riskieren. So. Jetzt kommen wir Skateboarder! Jawohl. Nein, nein, nein. Schade, ich dachte, er lässt Lebensenergie fallen. Ah, Moment, komm her. Oh, Skateboarder kam ja. Ganz vergessen. Nochmal. Lame. Jetzt kommt bestimmt noch einer. Nee. So, das jetzt genauso machen wie eben. Jawohl. Okay. Das war knapp. Ja, komm nur her. So, nochmal das Ganze. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht. Schraube. Boss. Ich habe noch zwei Leben. Geil. So, jetzt komm her, Jojo Man. Gut. Oh, fuck. Ja. Was war dann so drauf? Ich weiß gar nicht, habe ich noch ein nulltes Leben nach dem oder nicht? Egal, testen wir mal. Ich habe auf jeden Fall gesehen, wo die beiden Dinger landen, die er geschossen hat. Ja.
Okay, wenn ich mittig stehe, dann tun die mir nichts an. Au. Okay, zuerst unten, dann oben. Au. Jetzt habe ich irgendwie falsch getimed. Was zum? Der erinnert mich irgendwie an Clown Man. Ah, das war dumm. Ich hätte es schaffen können. Na. Mann, warum so in einer engen Distanz? Oh, ich stelle mich dumm an. Jetzt, okay. Jawohl, genau so. Nein! Stirb! Oh, fuck. Ja, was ich gerade mache, ich reibe mir die Augen, weil ich merke schon, meine Augen fangen schon wieder an zu schmerzen. Das hatte ich in RKS auch mehrmals. So. Jetzt nochmal letztes Leben. Versuchen, einen Skill rauszupacken, den ich habe. Die Jacke kommt weg. Die stört jetzt nur 17.17 Uhr. Jojo-Mans. Todes. Todeszeit. Ja, Jojo, mein Todeszeitpunkt 17.17. Nein! Okay, jetzt erst unten, dann oben. Nein! Oh, das war dumm von mir. Und das hat gehakt. Jawohl. Nein, 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 nein. Ich bin dumm. Nein. Ah, ich bin geslidet. Nein, das ist das Dämlichste, was er machen kann. Nein, jetzt fängt er wieder damit an. Nein. Das ist dämlich, wenn das... Oh, ich bin ausgewichen. Geil! Wow. Ja, Dummheit von mir. Nein, 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 nein. Ich Trottel bin reingesprungen. Oh Gott. Naja. Save mir mal das Game. Yes. Habe ich jetzt gespeichert? Ich glaube schon. Wie gehe ich zurück? Oh so. Dann würde ich mal sagen, das war der erste Part von Mega Man Unlimited. Sozusagen ein Überraschungsprojekt für Simon oder Soma und alle, die Mega Man mögen. Sie hätten es zwar schon vermuten können, dass ich das Spiel irgendwann let's playe, aber naja. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!